So. Alles hier vorne auf der Treppe. Raus. Seitdem ist es da war Teppich. Diese Cartoons machen erstmal betroffen, wenn man sie sich anschaut, weil die Allgegenwärtigkeit der Gewalt und des Sterbens in Syrien so deutlich wird in den Cartoons und des Leidens, vor allem auch von Kindern. Aber neben dieser Betroffenheit und der Trauer auch, die einen erfasst, wenn man die Bilder sieht, zeigen die Cartoons auch sehr gut, was eigentlich die Anfänge der Revolution, des Aufstandes in Syrien waren. Worum es am Anfang ging, bevor der Aufstand gehijackt wurde von unzähligen Gruppen. Es ging nämlich um Themen wie Freiheit, Meinungsfreiheit, das Recht, sich zu versammeln, das Recht, politisch aktiv zu werden. Die Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie es nicht ertragen konnten, dass Kinder verhaftet werden, die kritische Graffitis gesprüht hatten, verhaftet und gefoltert und teilweise nicht mehr auftauchten. Das waren die Ursprünge der syrischen Revolution, des syrischen Aufstandes. Und ich habe mit einer Aktivistin gesprochen, mit der wir als Hanni-Böll-Stiftung zusammenarbeiten, und sie hat gesagt, sie sieht es auch als ihre Aufgabe an, und wir sind es denen schuldig, die in den Gefängnissen sitzen, dass man diese Anfänge des syrischen Aufstandes, dass man daran erinnert. Inzwischen ist alles verdeckt von anderen Themen, aber wir sind es denen schuldig, die dafür teilweise ihr Leben gegeben haben und ihre Freiheit aufgegeben haben, an diese Anfänge zu erinnern und die Themen hochzuhalten sozusagen. Die Cartoons zeigen außerdem, mit wie vielen Gegnern es diejenigen zu tun haben, die immer noch sich in Syrien für Menschenrechte, politische Freiheit und Demokratie einsetzen und auch für Frieden einsetzen. Das sind sehr verschiedene Gegner. Das ist natürlich nach wie vor das Assad-Regime. Wir haben ja immer noch Hunderttausende von politischen Gefangenen. Natürlich sind das einige Terrorgruppen, Nachfolgeorganisationen des IS und von Al-Qaida, aber das sind eben auch externe Akteure, die sich entweder auf Seiten des Regimes oder gegen das Regime in den syrischen Krieg mittlerweile einmischen, von denen man nicht den Eindruck hat, dass es ihnen um das Wohl der syrischen Bevölkerung geht, sondern in erster Linie geht es ihnen um ihre eigenen Interessen. Das zeigen diese Cartoons sehr eindrücklich, und ich bin deswegen sehr froh, dass wir so viele Künstler hier heute versammeln konnten in der Ausstellung, Künstlerinnen und Künstler. Einige von ihnen sind hier, wir werden sie nachher noch vorstellen. Und uns war es wirklich sehr wichtig, diese unterschiedlichen Botschaften hier durch die Ausstellung zu repräsentieren und auch die unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstler. Nur noch zwei, glaube ich, von denen sind noch in Syrien. Die meisten mussten das Land verlassen und leben mittlerweile im Ausland. Und wie gesagt, ein weiteres Ziel dieser Ausstellung war, Austausch zu ermöglichen zwischen den Künstlerinnen und Künstlern. Viele dieser Themen werden in den Cartoons angesprochen, ohne dass man dafür viele Worte braucht. Es sind Themen wie Folter in syrischen Gefängnissen, es sind Themen wie Flucht und Tod auf der Flucht, es sind Themen wie Bombardierung von zivilen Zielen und das Sterben von Zivilistinnen und Zivilisten, und es ist das Thema der Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft, diesen Konflikt auch nur einzuüben oder sinnvolle Hilfe zu leisten in vielen Teilen Syriens. Auch in Berlin, aber viel länger. Schon seit 28 Jahren. Aber ich sag mal, trotz dieser lange Zeit bin ich eigentlich immer noch mit Syrien verbunden. Habe auch die Verbindung zu Syrien auch nicht verloren. Und ich lebe zwar in Berlin, aber ich habe das Gefühl, meine Verwandtschaft, meine Bekanntschaft, alles, was in Syrien noch lebt, zu denen habe ich ja noch Kontakt, und da bin ich sehr gut informiert, und dadurch sind ja auch meine Ideen entstanden für diese Karikatur. Daher möchten wir einfach mal das ausnutzen und einfach mal sagen, das Zeichnen an sich, es ist nicht nur schwierig, es ist auch gefährlich, das kann auch lebensgefährlich sein. Zwar, ich habe ja das Glück gehabt, in Deutschland gelebt zu haben in dieser Zeit. Da hat mich ja persönlich nicht getroffen, aber ich habe auch meinen Preis bezahlt. Mein Vater ist gestorben, ich konnte ihn nicht beerdigen. Hossam hat ein Bruder unter Folter verloren, er wurde enteignet. Also es ist nicht so einfach für die Zeichner, wirklich die Wahrheit ans Licht zu bringen. Vielen Dank.